Alles Hollywood oder was? Gelesen und geschrieben von Sebastian Beller. Eine Mumpitz-Studio-Produktion. Es war ein wunderschöner Herbsttag im großen Wald, als es an Mobbel und Blümchens Tür klopft. Mobbel, machst du mal bitte auf? Na klar, bin schon unterwegs. Der kleine Hamster öffnete die Tür und staunte nicht schlecht, als draußen ein Storch mit einer großen gelben Tasche stand. Wer bist du denn? Ich bin der Poststorch. Bist du Mobbel? Na klar bin ich der Mobbel. Wer soll ich denn sonst sein? Gut zu wissen. Dann habe ich hier ein Päckchen für dich. Was? Ein Päckchen? Was mag da wohl drin sein? Naja, das müsstest du ja eigentlich wissen. Du hast es ja bestellt. Ach ja, stimmt ja. Naja, dann noch schönen Tag. Mobbel schloss die Tür und begutachtete sein Päckchen. Oh Junge, endlich ist es da. Ich habe ja schon so darauf gewartet. Was hast du denn da? Fragte Blümchen. Mobbel zeigte ihr das Päckchen, wobei er anfing, es behutsam auszupacken. Und zum Vorschein kam... Eine Kamera? Du hast dir eine Kamera gekauft? Das ist doch keine Kamera. Das ist die Ultra High Definition Supercam 3218. Die ist noch besser als die Ultra High Definition Supercam 3217. Und noch besser als die Ultra High... Ja, ist ja gut. Du hast dir also eine Kamera gekauft. Ich hab doch schon gesagt, das ist keine Kamera. Das ist viel mehr als das. Das ist Ja, die Ultra High Definition Supercam 3218. Ich weiß. Und was willst du damit? Na, filmen. Was denn sonst? Weil ich bin nämlich der beste Filmemacher der Welt, musst du wissen. Das heißt Kameramann. Ja, ich bin der beste Kamerahamster der Welt, musst du wissen. Und so machte Mobbel sich daran, seine neue Kamera auszuprobieren. Er filmte einen Schmetterling, der am Fenster vorbeiflog, und einen Käfer, der auf eine Blume kletterte. Irgendwie ist das nicht so wirklich der Stoff, aus dem die großen Filme gemacht sind, dachte der Hamster, der jetzt genug vom Käferfilmen hatte. Verträumt schlenderte er durch das Häuschen, als ihm Blümchen fragte. Und, hast du schon was gefilmt? Ja, aber mehr als das große Krabbeln wird wohl nicht daraus. Dann musst du dir vielleicht Inspiration holen. Okay, soll ich dir noch Milch mitnehmen? Warum denn Milch? Ja, du hast doch gesagt, ich soll mir Transpiration holen. Wahrscheinlich im Supermarkt, deshalb frage ich, ob du noch Milch brauchst. Nein, nicht Transpiration, Igitt. Nein, Inspiration. Und die kann man nicht kaufen. Die muss man suchen. Du musst ein Motiv suchen, das du gerne filmen würdest. Da fiel Mobbel was ein. Anstatt Käfer zu filmen, könnte er doch Schweinchen filmen. Oder besser gesagt, Meerschweinchen. Und so beobachtete er Blümchen, wie sie gerade den Tisch deckte. Ich mach jetzt einfach einen Filmstar aus Blümchen, dachte der Hamster. Blümchen deckte den Tisch und wollte gerade wieder in die Küche gehen, als plötzlich... Aua! Mobbel, ich bin voll in dich reingelaufen. Sag mal, was machst du denn eigentlich da? Wolltest du nicht ein Motiv suchen? Aber ich film doch dich. Und jetzt hör auf, mit mir zu reden, sondern mach einfach ganz normal weiter. Ich mache nämlich eine Dokumentation über Meerschweinchen. Lass das bitte, das stört doch. Und so ging Mobbel wieder störrisch davon. Menno, jetzt habe ich eine neue Kamera und kann nichts damit filmen. Mobbel ging um das Haus. Er wusste nicht, was er filmen sollte und beobachtete Vögel und Bäume. Aber das war ihm alles zu langweilig. Als er so vor sich hinschmollte, hörte er ein Schmatzen aus dem offenen Küchenfenster. Er schlich sich an und sah heimlich hinein. Drin sah er, wie Blümchen gerade seine Süßigkeitendose öffnete, ein buntes Kaubonbon daraus nahm und es sich in den Mund steckte. Blümchen mampft ja einfach meine Bonbons. Na warte, der würde ich's zeigen, wenn ich nur ein Fotoapparat... Ach, warte, ich habe ja eine Kamera. Ich werde sie jetzt einfach damit filmen, damit ich auch einen Beweis habe. Vorsichtig und leise schaltete Mobbel die Kamera ein und filmte, wie Blümchen sich aus seiner reichlich gefüllten Bonbondose bediente. Mobbel beendete das Video und lief wieder hinein in das Haus. Blümchen, warum hast du denn meine Bonbons gemobst? Das habe ich doch gar nicht. Na klar hast du. Ich habe sogar einen Beweis. Guck mal, ich habe dich mit meiner Kamera auf frischer Tat erwischt. Aber Mobbel, das darf man doch gar nicht. Was darf man nicht? Naja, du darfst andere nur filmen, wenn sie damit einverstanden sind. Und du darfst Bonbons nur mopsen, wenn ich damit einverstanden bin.
Ja, da hast du auch wieder recht. Was hältst du davon, wenn wir bald mal einen kleinen Ausflug machen? Und da nimmst du dann deine Kamera mit und filmst das. Dann können wir das immer und immer wieder ansehen. Ich glaube, das wäre besser als andere... Als andere beim Bombermampfen zu filmen, meinst du wohl? Ja, das auch. Aber ich wollte doch ein Filmstar werden und so. Ach, Moppel, ich glaube, ich habe da noch eine Idee. Wie wäre es, wenn ich dich filme? Moppel fand, das war eine ganz besonders gute Idee. Ja, vielleicht sogar die beste Idee von allen. Und so zog er sich, denn er wollte ja ein Filmstar werden, seine Ritterrüstung an, die er noch aus dem Fasching hatte. Und Blümchen filmte ihn dabei, wie er mit einem Stock als Schwert durch den Wald zog. Als sie sich den Film nachher ansahen, mussten die beiden sehr lachen. Ich bin zwar kein Filmstar, aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Ach, Moppel, für mich bist du schon ein Filmstar. Ja, stimmt. Eigentlich bin ich auch für mich ein Filmstar. Und? Weißt du noch, wer Moppel die Kamera gebracht hat?